Mr. Falco, auch die letzte Szene ist fertig gemalt. Das neue animierte Video wird der Hammer sein. Rob, wieso bist du heute so gut gelaunt und produktiv? Guten Morgen, Mr. Falco. Wir sammeln Spenden wie an jedem Weihnachten für die Waisenkinder und... Nein! Sobald jemand ein Placement bekommt, denken alle sofort, dass man reich ist und verlangen einen Teil davon, ohne etwas dafür zu machen. Hallo. Verschwinde, du kleiner... Nein, Mr. Falco, das ist mein Sohn, mein kleiner Dylan. Bist du sicher, dass er dein Sohn ist? Morgen werden wir mit Freunden und Familie zusammen sein, wie an jedem Weihnachtsfest. Mr. Falco, ich wollte Sie nur fragen, da morgen Weihnachten ist, könnte ich morgen früher Feierabend machen? Früher aufhören? Ach so, deswegen warst du heute so fleißig und schnell. Wolltest du mich jetzt beeindrucken oder was? Und Weihnachten ist mir völlig egal. Meine animierten Videos zeichnen sich nicht von alleine. Es ist ein Arbeitstag wie alle anderen. Und jetzt zurück an die Arbeit. Wer bist du? Ich bin der Geist der vergangenen Weihnachten. Wenn du dich bis spätestens heute Nacht nicht veränderst, Schlimmes wird geschehen. Ich bin hier, um dich zu warnen und um dir etwas zu zeigen. Geist, wo hast du mich hingebracht? Dieser Ort kommt mir bekannt vor. Das, was du siehst, sind nur Schatten von dem, was einmal war. Und guck mal, wer da steht. Ein kleiner Junge, ganz allein. Vergessen von seinen Freunden und seiner Familie. Das bin ich. Ich wurde an den Festtagen immer alleine gelassen. Ich wünschte mir nur... Was? Nein, nichts. Wieso zeigst du es mir? Bring mich zurück! Du wirst heute Nacht noch von zwei anderen Geistern besucht. Und vergesse nicht, die Vergangenheit kann man nicht ändern. Man kann nur davon lernen, wie man eine bessere Zukunft erschaffen kann. Öffne deine Augen, Falco. Das wird deine letzte Chance sein. Yo, ich bin der Geist der heutigen Weihnacht! Nicht schon wieder! Geist, ich kenne diese Leute nicht. Was bedeutet das? Bleib ruhig und beobachte. Guten Abend, meine Lieben. Hallo. Guten Abend, mein Schatz. Das ist also Robs Familie. Ich wusste nicht, dass sie so bescheiden leben. Was glaubst du denn mit dem Gehalt, das du ihm zahlst? Ich trinke auf Mr. Falco. Ohne ihn hätten wir gar nichts zu essen. Dieser geizige Mistkerl. Wenn er nur sehen würde, wie bescheiden wir leben müssen. Schau genau hin, Falco. Kommt dir diese Szene nicht irgendwie bekannt vor? Hey, der kleine Dylan liest dieselben Mangas, die ich in seinem Alter las. Die Zeit auf dieser Erde ist für mich begrenzt. Wir müssen uns hier verabschieden. Leb wohl, Falco. Und jetzt? Wo bin ich? Was wird mit mir jetzt geschehen? Noch ein Geist. Du solltest der Geist der zukünftigen Weihnachten sein, oder? Ich hab verstanden, ich will mich verbessern. Also Geist, zeig mir, wie die zukünftigen Weihnachten aussehen werden, wenn ich so bleibe, wie ich bin. Hä? Wir sind wieder bei Rob zu Hause? Wie konnte das geschehen? Wir hatten kaum Geld und... zu ernähren und Dylan, mein kleiner Dylan, wurde immer schwächer und schwächer. Oh, nein, sag mir bitte nicht. Oh nein, das geht zu weit. Alles nur wegen meinen Egoismus und meiner Geizigkeit. Geist, hilf mir bitte. Sag mir, dass man diese Zukunft noch verändern kann. Gib mir bitte noch eine Chance, bitte. Ist alles wieder normal? Ich habe noch eine Chance bekommen! Fantastico! Jetzt schnell zu Rob! Hab vor, ihn zu überraschen. Oh, Mr. Falco, ich wollte gleich zum Büro kommen. Nein, heute muss man feiern! Auch weil ab jetzt zahle ich dir doppeltes Gehalt. Was? Mr. Falco, danke für alles, was du für uns tust. Oh, mein kleiner Dylan. Ich habe auch etwas für dich. Nimm, ich bin sicher, dass du eines Tages erfolgreiche Videos drehen wirst. Vielen Dank, Mr. Falco, und frohe Weihnachten. Ich will alles wieder gut machen. Dafür habe ich eine Überraschung für euch alle.
An erster Stelle bedanke ich mich an Sky für diese Kooperation. Ohne die wäre dieses Video nicht entstanden. Sky hat ein super neues Angebot, das ich euch zeigen möchte. Das ultimative und limitierte Entertainment-Weihnachtsangebot für die ganze Familie. Ihr findet eine große Auswahl an Filmen und Serien. Auf Deutsch und in der Originalsprache. Für 9,99 € anstatt fast 50 €. Gleichzeitig nimmt man an einem mega geilen Gewinnspiel teil mit vielen tollen Preisen. Das Abo ist monatlich kündbar. Und ein Erlebnis, das man am besten mit Familie und Freunden zusammen genießen kann. Mehrere Infos dazu findet ihr sofort unten in meiner Infobox. Ich bedanke mich nochmal bei Sky, die mir die Möglichkeit gegeben haben, dieses animierte Video zu produzieren. Und an dieser Stelle wünsche ich euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.